Hi, wir sind hier heute beim Freeway Cup mit dem YouTube-Team des Freeway Cups. Und wir gucken uns hier heute so ein bisschen alles hinter den Kulissen an. Hinter mir geht es gerade schon ein bisschen los. Und ja, ihr sammelt hier heute auf dem YouTube-Kanal ein paar Einblicke, ne? Auftaktspiel, Freeway Cup, volle Halle. Was war das für ein Gefühl? Ein schönes Gefühl, war halt ein Kindheitstraum, ist in Erfüllung gegangen. Und ja, macht halt schon der erste Eindruck, ist auch schon geil, wenn die Fans mitmachen und alles. Ja, hast du den Freeway Cup vorher schon verfolgt oder also wusstest du, dass das, das so gibt hier? Als ich letztes Jahr nach Hannover gewechselt bin, habe ich halt rumgestöbert, haben die halt über den Freeway Cup erzählt, habe ich halt geguckt auf YouTube, wie die so spielen oder darauf bin ich halt so geschossen. Ja, geiles Spiel gemacht, ein Tor gemacht, schön den Knick gestrahlt und einmal noch maßgeblich gestört. Was für ein Gefühl, jetzt so ein gutes Spiel direkt gemacht zu haben zum Anfang? Schönes Gefühl, bringt auch, ja, ich jetzt mir auch mehr Motivation und ja, war halt richtig geil, wie die Fans da mitgemacht haben. Ja, super, danke dir und viel Erfolg euch noch. Kahn, du warst am Anfang noch ein bisschen angeschlagen, glaube ich, vor dem Spiel, hast es aber doch noch geschafft. Wie froh bist du, dass es jetzt doch noch geklappt hat, dass du auch spielen kannst? Auf jeden Fall sehr, weil diese Chance kriege ich nur einmal im ganzen Leben. Und das möchte ich auf jeden Fall meinen Enkeln später mal erzählen oder meinen Kindern. Ja. Und dann direkt gegen so einen großen Namen wie den FC Bayern, ist jetzt am Ende 3-0 ausgegangen. Wie geht die Mannschaft jetzt damit um? Habt ihr da vorher was abgesprochen? Auf jeden Fall lernen wir aus unseren Fehlern. Wir machen gleich nochmal eine Videoanalyse. Wir gucken dann, was wir falsch gemacht haben. Ja, machen es dann im nächsten Spiel besser. Inwieweit spielt dann jetzt eben auch noch eine Anfangsnervosität eine Rolle? Auf jeden Fall eine sehr große. Vor so einer Kulisse zu spielen, das ist auf jeden Fall heftig. Ja, war auf jeden Fall sehr nervös. Nicht nur ich, sondern ich glaube auch die ganze Mannschaft. Ja, man merkt aber, dass ihr die dann auch ein bisschen ablegen konntet während des Spiels. Ja, wie geht ihr das nächste Spiel an? Ja, wie gesagt, wir lernen aus unseren Fehlern und Kopf hoch, Motivation hochfahren. Und ich meine, das sind genauso Jugendliche wie wir. Ja, ja, man spielt ja sonst nur so gegen Leute auf eurem Level, sprich Landesliga, Bezirksliga. Wie groß sind die Unterschiede dann doch? Hat dich das überrascht? Ja, also der Unterschied fand ich jetzt war nicht so groß. Also sie waren schon ein bisschen technisch stärker, hat man schon gemerkt, aber ich glaube, schaffen kann man das schon, also so gegen so eine Mannschaft zu gewinnen, ist möglich, ist drin. Alles klar, dann danke ich dir und viel Erfolg noch für den restlichen Turnierverlauf. Ja, Keke, Maximilian Topp. Bevor wir zum Fußballerischen kommen, erstmal die Frage, Keke, woher kommt der Name? Aus Finnland kommt der. Aus Finnland, okay, und da hatten die Eltern einfach Bock drauf. Nee, das hatte was mit Nico Rosberg, sein Vater heißt Keke Topp. Von daher kommt der Name. Achso, okay. Ja, erstes Spiel. Direkt einen Sieg eingefahren, 3-1 ist ausgegangen. Zwei selber gemacht, dann fast noch den Hattrick geschafft. Wie zufrieden bist du mit der Leistung im ersten Spiel? Ja, bin ich sehr zufrieden, weil das erste Spiel ist immer schwer reinzukommen. Es wird eher über Zweikämpfe bestritten, als wie wirklich das Fußball gespielt wird. Ja, und dann ist das gut natürlich in so ein Turnier mit 3-1 reinzukommen. Ja, nach so einem geilen Start. Glaubst du, da geht was dieses Jahr für Bremen? Das kann man jetzt noch nicht sagen, das wird man ja sehen, wie wir weiter spielen, wer sich so verletzt und wie die anderen Teams auch spielen. Es kommt ja auch darauf an, wie in der Halle jeder so drauf ist, wie jeder damit klarkommt. Ist ja noch was anderes als draußen. Ja, auf jeden Fall. Und zum Abschluss nochmal eine kleine Frage. Was ist schöner, Bremen oder Lübeck? Ich war ja noch nicht wirklich in Lübeck, dann sage ich mal Bremen. Alles klar, danke dir. So, wir sind jetzt hier bei den Ehrenamtlern von der Würstchenbude und gucken uns mal an, was die eigentlichen Stars des Freeway Cups hier so machen. Ja, gehen wir mal rein. Ne? Ja, moin Simon, du bist hier ehrenamtlich heute als Grillmeister am Start. Meine erste Frage ist, was macht dir mehr Spaß, Fußball spielen oder Würstchengrillen? Ja, beides, ne? Also, Würstchengrillen. Gut. Ja, ganz klar. Okay, habt ihr Kevin gehört, Würstchengrillen macht auch Spaß. Anders gefragt, was kannst du denn besser? Ja, Fußball natürlich, ne? Grillen ist nicht so meine Stärke, aber... Ja gut, aber das Niveau hier ist ja natürlich relativ hoch bei der Veranstaltung. Auf welchem Niveau muss dann so ein Würstchengriller sein? Ja,
auch auf einem ganz ansprechenden Niveau halt. Ne? Die Wurst muss ja halt auch schmecken, ne? Der Kunde muss zufrieden sein. Es gibt ja nicht nur Bratwurst, es gibt ja auch Pommes, ne? Die müssen ja schmecken. Was macht deine Wurst zu einer besonderen Wurst? Ah, da musst du Alex fragen, also ich bin da bin ich überfragt. Alex macht hier die Wurst. Ja, alles klar. Ich danke dir erstmal fürs Interview und dann noch, mach noch einen guten Job, ne? Ja, danke, danke. Also Karl hat es ja am ersten Spiel schon gesagt, dass alles möglich ist heute und man vielleicht nur die Nervosität ablegen muss. Jetzt hat es endlich geklappt, 2 Tore geschossen. Was für ein Gefühl ist es am Ende? Ein sehr gutes Gefühl. Und, ich freue mich, dass meine ganze Mannschaft mir das gönnt, dass sie auch alle gesagt haben, weiter so schön hat und die ganze Halle mitgemacht hat. Und das ist dann halt natürlich immer ein bombastisches Gefühl. Du hast ja alle schon angesprochen, was für ein Faktor war die am Ende dann auch für euch? Die Halle? Ja. Also die war sehr wichtig, also die Halle, die hat uns so mitgezogen, also nach dem 1-1 dachte ich schon so, ja, was passiert denn jetzt, machen die jetzt uns 3 Dinger rein oder wie geht's weiter? Aber dann als Karl dieses 2-1 gemacht hat, dann wusste ich, da geht was, dann hat die Halle auch richtig mitgestimmt, dann habe ich auch das 3-1 gemacht und ja, wie gesagt, ein sehr gutes Gefühl. Inwiefern fällt dann auch so ein bisschen Druck von einem ab bei so einem Turnier? Also man kann man jetzt befreiter aufspielen? Würde ich nicht sagen, weil wenn wir jetzt befreit ins nächste Spiel gehen, dann sind wir nicht mehr so motiviert. Dann sagen wir, ja, wir haben jetzt schon was abgeliefert, das reicht. Und das reicht halt nicht. Wir wollen weiterspielen, wollen weiter konstant gut bleiben. Und, ja. Also eine gewisse Anspannung ist dann schon noch da, damit man dann auch konzentriert ist. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, danke dir. Viel Erfolg gleich. Dankeschön. Ja, wir sind jetzt hier mit Müller, dem Maskottchen des Freeway Cups. Und Müller, was sagst du bislang zur Stimmung hier in der Halle? Ah ja, und was sind so deine Ziele, oder was möchtest du der Halle heute unbedingt mitgeben, außer T-Shirts? Das klingt auch auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Hast du eigentlich auch mal selber Fußball gespielt? Auch erfolgreich? Natürlich, was sonst? Alles klar, vielen Dank und dann sehen wir uns. Ja, wir sind jetzt hier mit dem Kapitän der Mühlenkreisauswahl, Noah Wesemann. Nach 3 Spielen, was ist dein Resümee des Tages? Ja, das erste Spiel war ein bisschen unglücklich, im zweiten hatten wir einen Schwung drin und haben auch gewonnen. Und im dritten war es dann wieder ein bisschen unglücklich, haben nicht gut gespielt. Aber das ist doch auf jeden Fall eine Leistung, auf der man schon mal aufbauen kann. Oder wie habt ihr jetzt noch eine Besprechung gehabt? Wie geht ihr das morgen an? Ja, wir haben ja nichts zu verlieren. Also für uns ist es nicht schlimm zu verlieren. Deswegen mal gucken, was morgen probiert. Was sagst du zur Stimmung bis jetzt? War echt gut, weil da, wo wir gewonnen haben, das hat er echt nochmal gemacht. Alles klar, dann viel Erfolg morgen und vielleicht möchtest du dann doch bis weiterkommen. Ja.